Everybody's talking about the breakdown. Hey yo Leute, ich bin's mal wieder, der Swiss Pro, und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal. In dem Hintergrund seht ihr ein Modern Combat 5 Gameplay und nichts Unbesonderes, sondern etwas eigentlich ziemlich Geiles, und zwar ein KR200 EMP mal wieder. Was heißt da mal wieder? Ich habe schon mal eins geschafft, mein zweites insgesamt. Ich habe nicht viel Kills mit der Waffe, aber irgendwie auf Elite taugt die mir. Wenn meine Elite-Waffen rausgepatcht werden, dann kaufe ich mir die vielleicht, oder wenn ich sie kriege, schaue ich, dass ich sie kriege. Auf jeden Fall, die ist ziemlich geil. Keine Ahnung, was kann man dazu sagen? Das Gameplay ist relativ unschön erspielt, weil ich relativ viel mit der Aufschlaggranate auch gespielt habe, die benutzt habe. Aber man kann ja nichts machen, das machen die Gegner genauso. Deshalb habe ich ein bisschen getryhardet und das ist das Resultat. Im Endscore widerspiegelt sich das nicht so oder spiegelt sich das nicht so gut oder spiegelt sich das schon in 20 zu 6. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Für mich ist es jetzt nicht das Beste, aber für Modern Combat 5, keine Ahnung. Ich mag das Spiel nicht so, ist nicht mein Lieblingsspiel, deshalb geht das eigentlich. Kann man machen, aber keine Ahnung, ich weiß ja nicht, manche spielen besseres Zeug, manche schaffen nichts. EMP mit der KR200 ist ja ganz unterschiedlich. Ich feiere einfach diese KR200, sie sieht so geil aus, auch wenn es irgendwie mit diesem Dreischussbetriebssystem oder Dreischussmechanismus einfach nicht sehr angenehm und nicht sehr benutzerfreundlich ist, finde ich es trotzdem eine ziemlich geile Waffe, Leute. Es ist einfach, man kann es nicht leugnen. Es ist die vom Design her geilste Waffe aus dem ganzen Spiel. Das kann man einfach nicht leugnen. Aber das ist gar nicht mein Hauptthema heute, sondern mein Hauptthema ist eigentlich Pub-Stomping insgesamt in Modern Combat 5. Weil irgendwie, normalerweise left ich aus einer Lobby, wenn ich nach 5 Sekunden, 20 Sekunden verreckt bin und keinen Kill gekriegt habe. Und keine Ahnung, Leute, wenn ihr so denkt, ja, ich schaffe jedes Game einen Bomber, spielt das ganze Game durch, habt ihr auch die größte Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen schafft. Aber bei mir, wenn ich Zeitdruck habe, auf einen Gameplay schwitzen muss, dann fuckt mich das schon ziemlich richtig hart ab, wenn ich einen Flawless Gameplay oder sowas ähnliches haben will. Und dann, keine Ahnung, verreck nach einer halben Minute, wenn ich einen Geschütz hatte. Das fuckt dann ziemlich ab. Deshalb mag ich Modern Combat 5 auch in dieser Sicht nicht. Ich finde, Modern Combat 5 ist was ganz Eigenes. Es ist nicht so ein klassisches Modern Combat mit Hektik, mit viel Sprinten, keine Ahnung was, sondern es ist mehr so taktisch, strategisch, immer zuerst die Granate werfen, pre-firen, obwohl das bringt es nicht immer, weil man so viel schluckt auf jeden Fall. Es ist auf eine Art strategisch, auf eine andere Art ist es aber auch lame dadurch. Ich weiß nicht, wenn ihr das voll feiert, schreibt mal, warum ihr MC5 feiert oder warum nicht in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren auf jeden Fall, weil damit könnte ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr zu Modern Combat 5 motivieren. Weil ihr habt ja gestern und vorgestern oder wann das war, einen Modern Combat 4 Gameplay gesehen, beide Male EMP. Ich finde das so viel angenehmer zu spielen. Es ist einfach so viel, das Gefühl alleine ist schon so viel geiler. Und jetzt wollte ich noch was sagen. Wenn ihr gemerkt habt, dass sich mein Sound verbessert hat oder verschlechtert hat oder verändert hat, das liegt daran, dass ich jetzt das Logitech G230 Headset habe. Ist das günstigste Gaming Headset, ist auf jeden Fall voll angenehm, Leute. Ich kann es nur empfehlen, es ist so sau angenehm. Ich will hier nicht Werbung machen oder so, ich werde von Logitech auch nicht bezahlt. Aber ich finde einfach, das Headset ist sehr, sehr angenehm. Auch wenn es relativ schwer ist, es ist einfach besser als mein altes. Das kann man auch sagen, weil mein altes nur so 50 Schweizer Franken heißt, 38, 40, 42 Euro gekostet hat. Keine Ahnung, das ist jetzt nicht sonderlich teuer und nicht sonderlich gut, aber was will man tun, Leute? Was willst du tun? Auf jeden Fall, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, zeigt's mit einer positiven Bewertung, damit ihr mich ein bisschen mehr motiviert, Modern Combat zu zocken, Modern Combat Gameplays zu machen und so weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt einfach eure Meinung dazu in die Kommentare. Haut da rein, Leute. Servus.